Was geht ab, meine lieben Freunde? Die meisten von euch dürften mittlerweile Peter Rosberg kennen. Der Bildjournalist ist für seine enge Freundschaft zu Bushido bekannt und vor allem für den öffentlichen Disput mit Flair. Denn schon seit geraumer Zeit beeft sich der Bildjournalist mit Maskulin-Chef Flair. Auf Twitter geht die öffentliche Schlammschlacht seit fast über einem Jahr ohne Pause. Für einen Rapper ist es nichts Ungewöhnliches, aber für einen erwachsenen, mitten im Leben stehenden Journalisten ist die gesamte Sache etwas merkwürdig. Aber aktuell macht sich der Bild-Journalist darüber lustig, dass Flair seine 380.000 Euro Kette, die er im letzten Jahr erwarb, verloren haben soll. Flair bestätigt die Aussage, gibt aber gleichzeitig bekannt, dass er bereits eine neue Cartier-Kette gekauft hat. Auch die Frauen beider Seiten kamen ins Spiel. Flair veröffentlicht Fotos der Ehefrau des Journalisten, diese zeige ich bewusst nicht, und macht sich über sie lustig. Rosberg wiederum zog Flair damit auf, keine Familie zu haben. So schreibt er, ich habe Familie, du nicht mal mehr eine Kette. Flair entgegnet daraufhin, sehr wohl in einer Beziehung zu sein. So schreibt er, nur weil unsere Frauen nicht auf Facebook stattfinden, musst du nicht denken, dass wir keine haben. Auch auf den aktuellen Beef mit Boogie reagiert Flair erneut, da ein Fan ihn fragt, warum redest du über Bushidos Rückenpolitik, wenn du selber so bist? Darauf antwortet Flair, wenn Beko so ein schlimmer Rücken ist, warum hat Boogie ihn dann zuerst angerufen? Die kennen sich seit 20 Jahren, lass mal deine Heulsusen-Filme. Wenn es um Flair-Beefs geht, ist Mock nicht weit. Im Rahmen einer Fragerunde geht auch Mock unter anderem auf die Kette von Flair ein. Laut Mock soll Flair hoch verschuldet sein und deshalb soll die Kette nun weg sein. So schreibt Mock, genau wie die erste Kette, nach 2 Wochen für die Hälfte verkauft. Ein Fan fragt, was hat es mit der Kette auf sich? Darauf antwortet Mock, wurde gefändet von einer Frau, die er betrogen hat. Auch auf die Frage, hat Flair Schulden, antwortet Mock, safe. Zudem schreibt er noch, Bude an der Greifswalder, aber kein Strom, du Rich Boy. Schulden an die Krankenkasse, Konto gefändet, alles auf Sabrina gemeldet, bis das Finanzamt dahinter gekommen ist. Schulden bei Sixt. Auf die Frage, ob nur aus Promo gedisst wird, antwortet er, der war gut, welche Promo für was? Du meinst Flair seine Promo, kurz vor jedem Album, so wie gegen Bones und jetzt wieder gegen Bones, Boogie und Belash. Mock ist so sehr von seinen Aussagen überzeugt, dass er an Flair schreibt, zeig mir eine aktuelle Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt und wir machen das Thema sofort zu. Man munkelt, dein Schufa-Score liegt bei 31%. Aber was denkt ihr über das ganze Thema und glaubt ihr wirklich, dass Flair hochverschuldet ist? Schreibt es in die Kommentare. Peace out.